Jo, herzlich willkommen zum Stream, herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Wir noch mal sehen, was man da noch abgrasen kann. Meinen letzten Rekord nämlich angeschaut und festgestellt, dass das ja wieder so diese Geräusche macht, das heißt, da war irgendwo was, wo man da rein konnte. Und vielleicht ist das ja sogar dieser Eingang zu diesem, zu dieser Höhle, Hurricane, wie auch immer. Da, wo der Kampf mit dem Tiger stattfand, mit dem verkleideten Tiger. Zwecks dieses, dieser heilige Bogen oder was das war, ne? Sieht man auf meinem Dennis Gaming Experience Gaming Kanal in der letzten Aufnahme gleich mit als erstes. Das war eine Nebenaufgabe, bevor man das ganze Spiel quasi abschließt im Story-Modus hier. So, jetzt habe ich das Ganze dummerweise nicht mehr auf der NVMe, weil ich Rise of the Tomb Raider weiterspielen wollte eigentlich. Hat mir das ein bisschen umgeschoben. Jetzt lädt er das von Festplatte. Das dauert natürlich ein bisschen. Ja, was soll's. Machst du nichts. Dauert's jetzt halt ein bisschen. Und dann geht's ab. Ich hoffe, dass ich den Ort auch wiederfinde, wo ich da mal ein bisschen genauer gucken muss. Und die Festplatte rappelt. Alter Schwede. Ging aber auch schon mal gefühlt schneller. Ja, wir werden es überleben. Wir werden nicht sterben davon. Ja, rappelt sich da noch was in Texturspeicher, ne? Jawohl, ja. Da sind wir. So. Jetzt muss ich mal gucken. Das ging ja irgendwo hier rein und ich hatte da eigentlich auch ein Feuerchen irgendwo, ne? Kann es sein, dass es hier war? Verlassenes Dorf. Ich glaube, ich bin hier so durch, ne? Überlebensversteck. Ja, ich muss erstmal zu so einem Feuerchen kommen. Wo ist denn das nächstgelegene? Ich kann hier aber bestimmt auch erstmal einfach runter. Ja, oder auch nicht, weil das Seil da irgendwo ganz oben ist und da anfängt, ne? Komme ich da hoch? Geht schneller? Hier ist eine Treppe. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Die Taschen wieder voll. Das ist wieder typisch bei mir, ne? Ich loote, bis der Arzt kommt, dann sind die Taschen voll und kann ich nichts mehr aufnehmen. Aber erstmal runter hier. Hier rechts rum über das Wasser, da ist dann ein Feuerchen. Ja, dann springen, Laura, springen und schwimmen. Genau, hier war diese kleine Zwischeninsel, die Nebenmission mit dem kleinen Mädchen hier. Und da drüben sehe ich schon das Lagerfeuer. Jetzt mal eine Schnellreise machen. Schnelle Reise. So. Bin der Meinung, dass es hier irgendwie war. Ja, hau mal rein. Das muss er erstmal dummerweise zwar wieder laden, aber geht schon, ne? Geht schon.
Irgendwie komisch, dass man bei diesen schnellen Reisen, dass er da immer so etwas länger laden muss. Weil wenn man so dahin läuft, dann muss er zwischendurch kein Fatzken laden. Hörbar, sehbar. War das tatsächlich hier? Oder muss ich da zum Schwarzmähen Wolf? Das ist ja auch ein Überlebensversteck, ne? Irgendwie kommt mir das hier noch nicht so ganz richtig vor. Das habe ich quasi auch noch gar nicht aktiviert. Kann ich mir hier einen Wegpunkt setzen? Geht das? Ja, kann ich. Okay. Ein paar Pfeile machen. Okay. Bin ja hier hoffentlich auf dem richtigen Wege. Ja, das sieht irgendwie richtig aus, ne? Mal gucken. Irgendwie hier rechts von mir. Hier ist eine Höhle. Aber ich glaube, ich bin hier nicht ganz richtig, ne? Oh, shit. Howdy. Jetzt hat's mich natürlich gekillt. Ist die ganze Zeit immer so ruhig in diesem Spiel und dann auf einmal ist total die Action und dann. Ja. Ist natürlich verloren, ne? Ich habe das dumme Gefühl, ich bin hier nicht richtig. Das ist nicht das, was ich meine, nicht das, wo ich hin will. Könnte natürlich auch sein, dass es hier war. Basislage. Irgendein Grab. Es ist aber auch fies, ne? Wie ist denn das, wenn ich das hier in den. Zeigt ihr mir das nochmal an, wo dieser Ort war? Irgendwas war ja mit Bogen, ne? Der heilige Bogen oder sowas. Ja, Kans Rettung habe ich ja schon geschafft. Das ist ja auch ganz in der Nähe. Herausforderung. Der Meisterbogen. Genau. Zeig mir doch bitte den Ort. Das war hier, ne? Ganz Verstand. Und wie ist das? Bisschen buggy hier. Wasserschwein. Und noch Überlebensverstecke. Tja, ich weiß nicht. Kommt mir komisch vor. Aber da stand doch vorher vor so einem Tunnel jemand, bevor ich da reingehen konnte. Nicht? Und dann kam ich dahin. Also irgendwie bin ich hier verkehrt.
Wie war das denn noch? Ach, verdammt. Ist ja schön, dass das so eine Open World ist, aber wenn man irgendwie auch die Möglichkeit hätte, sich ja besser zu orientieren, dann wäre das echt cooler. Missionsgehen. Ach je. Wegpunkt sitzen. Irgendwie bin ich hier nicht so ganz richtig. Wie kann ich das denn jetzt mal rausfinden hier? Artus zu Hause, ja, dann schick mich da mal hin, mal gucken, ob es da war. Ich hatte da ja auf jeden Fall so ein kleines Lagerfeuer, ne? So ein Basislager. Naja, irgendwo so durch den Tunnel, wo vorher mich einer vollgequatscht hat, ob ich plündern möchte. Wenn ich dann da durch bin, standen da zwei Kids rum und die haben erzählt, ja, hier, ich traue mich nicht oder irgendwie sowas. Aber hier bin ich auch nicht ganz richtig, ne? Irgendwie nicht. Sowas nervt mich ja ungemein. Man ist jetzt auch noch nicht so lange her, ne? Dass man das auch nicht wiedererkennt und sich erinnert. Ist dann halt auch noch mal so ein Ding, ne? Na, ich probiere es noch mal mit dem hier. Wenn ich jetzt den Spielstand versuche zu laden von davor, um da mal auf der Karte ein bisschen zu gucken, das ist jetzt auch uncool. Ich muss nicht bei ihm hier irgendwie lang. Nee, nicht wirklich, ne? Hier bin ich nämlich falsch. Das war was ganz anderes. Das war nämlich da irgendwie wegen dem Vater, wo ich die Kleine da gerettet habe von dieser kleinen Insel. Die. Ah! Hier ja. Irgendwo ist mit ihrer Mutter. Das ist irgendwie falsch. Wo wäre das denn noch? Oh Mann. Tempel von Kukulkan. Das ist es doch auch nicht. Ah.
Hier wäre ja wohl auch noch was, ne? Ich meine ja, dass diese grauen Sachen alles Sachen sind, die ich noch nicht habe, die ich noch finden muss, wo ich noch hinkommen muss. Das ist strange jetzt. Das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt. Was ist denn, wenn ich tatsächlich lade? Ja. Lass mich mal ein Spiel laden. Jetzt lädt er, wo er gerade lustig ist. Ne? Ich muss tatsächlich ins Hauptmenü zurück. Eieieiei. Mal gucken, ob ich noch einen entsprechenden Spielstand habe. Ja, eventuell, ne? Nur aufpassen, dass ich den dann nicht lösche. Ich versuch's mal mit Stadt der Schlange, lad das mal. Jetzt kannst du ein bisschen flotter laden, jetzt könntest du den Mist mir auch aus dem Arbeitsspeicher holen. Ich habe nicht umsonst 92 GB hier. Immer aus dem Cache bitte. Wo wäre denn noch? Ja, das ist nämlich schon zu spät, ne? Oder doch zu früh. Ach, Mist. Tja, dann. Muss ich wohl doch mal googeln. Ich will ja nur die Position auf der Karte wissen. Verdammt. Was hat er? Der heilige Bogen. Karte, suche ich jetzt mal. Da findest du natürlich nichts, ne? Boah. Legend of Zelda. Ja, klasse. Meisterbogen, genau. So. Der Meisterbogen. Da war das. So, wo finde ich das jetzt auf der Karte? Ich denke, ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht sehen, was ich hier mache, weil das Spiel gehuckt ist von OBS Studio. Die Wildnis untersuchen. Ja, mega. Da ist eine Stelle auf der Karte. Die Wildnis betreten. Das ist irgendwie so am Rande der Stadt hier. Ja, ich bin hier schon gar nicht so verkehrt, wo ich dachte. Ich habe das ja schon gemacht, also darf ich mir das wohl raussuchen, ne? Ist nämlich hier. Ist da? Ja, da ist dieser Totenkopf. Gottes Willen. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwo hier.
Wird nämlich hier die Wildnis betreten und dann ist das hier irgendwo. Ich habe diese Stelle hier jetzt wieder erkannt auf der Karte. Lass mich da mal hinreisen. Wird ja lachen, ich habe das schon entdeckt und war da schon drin, wo die Glöckchen klangen. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Wenn man dann da drin war in so einem, wo dann diese Glöckchen klingeln, ob das danach dann aufhört. Bilo-Wasserschwein. Schatztasche, irgendwie rechts von mir. Das kann ich aber auch nicht markieren, ne? Schweinerei. Gut. Jetzt einfach direkt vor mir. Jetzt rechts von mir. Da ist ein Affe und sonst nix. Ja, mega. Wäre das plötzlich auf der anderen Seite hier? Ja, hier waren wir noch irgendwie schon mal, ne? Das kommt mir bekannt vor. Hier lag nämlich ein Tier rum, genau. So. Ja, genau, dann ging das hier hoch. Ja, und hier durch. Sehr schön. Das hört sich nach Ärger an, was ich da höre. Jetzt wartet da einer ohne Verkleidung auf mich, ja? Okay. Ja. Mach mal einen Kampf mit so einem Vieh hier. Muss doch nicht sein. Du spinnst wohl. Ja, jetzt ist aber. Oh, legendäre Jägerin. 5 seltene Tiere jagen. Ja, ist alles klar. Das ist cool. Hat sich das also gelohnt hier? Nochmal hierher zu kommen, ja? Aber ich meinte dann halt eigentlich auf dem Rückweg, dass ich da noch so Glocken gehört habe, ne? Bin ich denn dann lang? Bestimmt hier ist irgendwie auch noch was. Überlebensversteck und so, bla. Ja, da bin ich ja hier runtergesprungen, ne? Genau. Das soll hier genau vor mir ein Überlebensversteck sein. Wo denn? Der Herr? Hier drin jetzt aber wie? Na gut. Ja, man hört diese Glocken schon läuten. Okay. Ja, irgendwie ist er hier dann auch ein Grab, ne?
Da ist noch ein Dokument. Im Basislager. Wo soll sich das denn hier verstecken? Nicht blind oder was ist da los? Ja, wie auch immer. Wir machen jetzt hier mal einen schönen Auerbach. Oh yeah! Ach, hier unter Wasser, ne? Da sind auch die Glocken, ne? Das habe ich nämlich vorher völlig überhört. Ja, dann rein hier. Jetzt schauen wir uns das doch mal an hier. Ganz schön dark hier. Nicht Luft an der Oberfläche? Ja. Das ist mir beim Spiel nämlich gar nicht aufgefallen. Aber dann, als ich mir meine Aufnahme gesehen habe, dachte ich mir, ey, da bist du doch an irgendwas völlig vorbeigezogen. Weil du einfach deine Mission da weitermachen wolltest. Völlig fixiert, das gar nicht mitbekommen. Oh, was ist denn hier los? Jetzt habe ich das. Ach so, dann ist hier wohl ein bisschen was. Ja, das macht ja auch Sinn. So. Yeah. Verstanden. Okay, ich kann da rüber. Okay. Dann bleibt mir wahrscheinlich nur abseilen, oder? Sieht so aus. Okay. Ja, und da haben wir erstmal ein Lagerfeuer. So. Ja gut. Ist ja schon mal eine Sache. Das kann ich ja erstmal speichern. Wird es ja hier unten weitergehen erstmal, oder? Oh ja. Holy shit. Dann springen wir mal rüber. Was ist das? Tutorial hier? Ich weiß schon, wie ich mich daran hängen kann. So, geht's wohl nur darüber? Streng dich mal an, Lara. Hep. Kann ja aber auch nur mit Pfeil und Bogen irgendwie rumlaufen. Pistole oder so nehmen ist nicht möglich. Oh, was ist hier los? Jetzt nach unten lang, ja. Okay, was ist das hier? Du Schande. Jetzt will ich erstmal versuchen, dahin zu kommen. Stürzt dabei natürlich ab. Aber irgendwie muss man da ja hinkommen. Ich hab da auch schon die Idee. Mal gucken, wo ich jetzt überhaupt wieder einsteige hier. Naja.
Da kann ich bestimmt auch ins Wasser runter springen, nehme ich an. Da ist sogar irgendwas. Ich sehe da was aufblinken. Natürlich auch interessant, wie man da. Sieht man mich ins Wasser fallen lassen, das geht klar, ja. Okay. Dann grab das mal aus. Treibt mich hier irgendwie hier rüber, ne? Okay. Aber ich kann trotzdem irgendwo darüber schwimmen, oder? Ja, das geht. Vielleicht war das auch ein ganz fieser, ganz schlimmer Fehler gerade. Aber offenbar ja nicht, weil hier gibt es ja noch so allerhand Zeug, ne? Wir uns hier noch das wertvolle Erz hier. Hier kann ich irgendwie wieder hoch, ja? Okay. Ja gut. Habe ich das auch entdeckt? War das also gar nicht so verkehrt. Ich hab da nicht irgendwie was an den Augen, dass mir das jetzt nicht aufgefallen wäre, dass da was rumleuchtet. Okay. So, also hier nochmal die Action. Kann ich an dieser Stelle noch mal speichern? Kann ich. Sehr schön. Okay. Ja, irgendwie muss man ja hier was machen können, ne? Dass man da hinkommt, weil da ist ja auch dieses Weiße, dass man sich da, dass man da dran hochklettern kann. Muss ja irgendwie funktionieren. Sie läuft gerade einfach nicht, ne? Sie möchte einfach nicht laufen an dieser Stelle. Warum will sie nicht laufen, wenn ich Shift drücke? Drücke ich das in der verkehrten Reihenfolge oder was hier falsch? Darf ich bestimmt dann nochmal runter ins Wasser? Das neu einsammeln oder wie? Oder leuchtet da jetzt nichts mehr? Hat er das da? Er scheint da behalten zu haben, ne? Jetzt leuchtet da nichts mehr, na gut. Also nochmal, weil alle guten Dinge drei sind. Was kann. Was soll das hier eigentlich? Das ist doch auch irgendwas hier so weiß, ne? Muss ich doch eh drücken können oder sowas. Hm. Jetzt klappt's. Okay. Klick. Gibt das feine Action hier? See you. Was
gibt's denn hier Feines? Oh, wieder so eine Action hier. Okay. Ja. Hier mal rüber. Oh, wie. Da unten ist wahrscheinlich gar nichts. Kann man halt einfach sterben, ne? Sieht so aus. Okay. Das Spiel ist dann halt auch echt mal so ein Süchtigmacher, ne? Oh, da ist dann wieder was Weißes. Ich muss da hier noch. Jawohl. Okay. Darüber. Hoch. Und, ja. Hier gibt es frische Luft. Und das war's, oder wie? Ist doch gar nichts. Wofür habe ich mich denn jetzt hier hingeeiert? Überlebensversteck und Dokument. Ja, schön. Ich sehe im Moment hier gar nichts. Hm. Ach, hier kann ich hoch. Okay. Soll das wahrscheinlich hier sein, ja? Nehme ich mal an. Jetzt führt es mich davon ja wieder weg, ne? Naja. Links und da dran. Und, oh Gott, ey. Stress pur manchmal dieses Spiel. Okay, also darüber. Okay. Unten ist nichts außer runterfallen und sterben, wie es aussieht. Gemälde. Was soll das sein? Schon wieder tauchen. Ja, na gut, dann tauchen wir mal. Ne, Moment mal, von hier bin ich doch gekommen, oder? Ich meine, von hier kam ich. Das wäre jetzt aber mega blöd. Ja, ich habe den Ausgang gefunden, bevor ich überhaupt richtig drin war, ne? Ja, geil. Das ist natürlich auch echt fett. Boah, schwimm da durch. Mädel, Mädel, Mädel. Ja, okay. Ist ja auch in Ordnung. Habe ich eben den Ausgang gefunden, bevor ich überhaupt, naja. Sonst hätte ich mich auch eben wieder dumm und dämlich gesucht, den Ausgang zu finden und wäre da nicht klargekommen. Ist ja auch in Ordnung so. So wissen wir Bescheid. Okay. So ein Cheat. So kannst du doch nicht einfach drauf vorbeilaufen. Was soll das? Ist ja alles ganz normal. Irgendwas hat sie mit Donner auf sich, oder? Wir schauen mal. Sich zeigen. Also geht's hier jetzt weiter. Und da ist nachher der Rückweg. Okay. Ist
So, was geht denn hier jetzt ab? Fallen und rutschen wir hier gleich wieder ganz böse, oder? Müsste es aber wahrscheinlich auf dem Rückweg von da oben dann hier dran festmachen, komme ich hier mit dem Seil runter oder wie? Würde ich jetzt mal vermuten. Das ist jetzt mein neu angewöhntes Tomb Raider-Denken hier. Durch dieses Spiel. Liegt da so geräuschefreundlich. Das Holz knarzt da oder was? Okay. 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 Muss wohl hier rüber springen, ja. Oh, shit. Oh shit. Irgendwas klingt da sehr unfreundlich. Immer wieder so ein. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ja, hier, den haben wir schon entdeckt. Das ist ganz cool. Entdeck mal das Teil hier. Wie ist das mal oder so? Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ja. Du musst das Ding dann mal angucken. Das wäre jetzt mal cool. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ja. Habe ich irgendwas fehlverstanden hier? Ja. Jedenfalls so, ne? Irgendwas. Ich kann hier nirgendwo anders lang oder so. Klar doch. Ja, hier kommt man nicht durch. Eine neue Tomb Raider-Denke reicht noch nicht aus hier. Auf keinen Fall hier runterfallen, weil dann bin ich wohl erledigt. Was macht denn hier so Sching? Was hat's damit auf sich? Wird mir ja auch gelb angezeigt, ne? Oh. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ja. Schien. Kommt das her? Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ich wette, man kann das hier irgendwie wahrscheinlich drehen, aber ich weiß nicht wie. Und dann ist hier irgendwie noch was. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ja, ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Verrat mir mal, wie ich es machen kann. Hm. Hey. Oh, jetzt können sie hier rüber springen, ja? Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Bringt aber trotzdem nichts. Geil. Das ist auch wieder sowas. Aber da komme ich doch nicht hin, oder? Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Hm. Ich wette, das darf nicht vor sich hinkugeln. Irgendwie, ich muss das Feuer irgendwie löschen. Das ist irgendwie das Einzige, was Sinn macht hier. Ja. Hm.
Wasser hätten wir ja. Das ist nur die Frage, wie ich es benutzen kann, ne? Was kann ich denn hier tun? Ich blicke hier irgendwas noch nicht. Wir haben auf jeden Fall Wasser. Das steht schon mal fest. Wir müssen wahrscheinlich irgendein Feuer löschen. Ja, wenn ich da dran komme, macht es nur Autsch. Ist halt blöd. Was kann ich mich hier. Ne, da unten kann ich mich auch noch so langhangeln oder solche Geschichten. Ich springe am besten noch daneben, aber. Da kommt hier richtig Freude auf, das sage ich dir. Oh nein. Das war klar. Ja. Wo geht's denn jetzt lang? Zurück wollte ich jetzt nicht. Ach so, ich darf da noch mal neu hinlaufen. Ja, geil. Pep. Dann komme ich hier durch. Hier ist ja auch irgendwas mit Wasser und das Teil hier ist weiß, ne? Jetzt könnte ich das drücken oder sowas. Läuft halt hier durch. Was blitzt denn da so? Da hat dann irgendwas durchgeblitzt. Da. Grafikmumpels, den kaum jemand irgendwie auffällt. Wahrscheinlich. Da ist so eine Brücke, die wackelt. Und da ist so eine Brücke, die wohl vor sich hin schmörgelt. Irgendwie muss ich das Feuer wohl löschen, ne? Kann ich hier rüber irgendwie? Bringt mir aber auch nichts, oder? Ich übersehe hier auch was. Oh, das tut ja auch weh mit dem Feuer, ne? Was rein oder raus drücken oder so. Da sehe ich hier irgendwas. Wahrscheinlich wieder viel simpler als ich gerade denke, aber ja. Irgendwie lost. Lost in Tomb Raider. Das war dann wohl auch nichts.
Ja, gut, war auch nicht gut, ne? Boah, fall doch nicht runter, Mensch. Ja gerne lösen, ne? Ich bin eine ganze Menge von solchen Stellen in diesem Spiel, ne? Keine Ahnung. So ja, auch nix. Verrückt, wo kann man hier irgendwie umklappen? Raus aus den Flammen oder was? Mega strange. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Oh, das ist blau, das ist blau. Ist ja kein Ding, ne? Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ja, aber wofür? Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Sich ja jetzt auch nichts verändert dadurch, oder? Das Seil hier kann ich auch nicht nutzen, was hier ist. Wenn ich hier runterspringe, sterbe ich doch wahrscheinlich, oder? Irgendwie hier dem Wasser entlang. Irgendwas. Will ich ja auch drauf wetten. Komm, hopp oder top. Ja, sie stirbt. Warum ist das nicht lösbar? Bin ich blind? Bin ich zu blöd? Ich versteh's nicht, Leute. Yep. Ja, oder auch zu schlau, weil ich halt dann doch irgendwie vielleicht auch zu kompliziert denke. Manchmal ist das ja so, ne? Es gibt ja so Rätsel manchmal. Denkst du voll kompliziert und kriegst sie dann erstmal nicht hin. Dann irgendwann schaffst du es und dann denkst du so, ja genau, ey. Das denke ich eigentlich so kompliziert, das war jetzt eigentlich voll einfach. Manchmal wiederum irgendwie blickt man das und macht es einfach. Das ist auf jeden Fall ein mega geiles Spiel. So viel steht mal fest. Tomb Raider hat mir noch nie so geflasht wie bei diesen neueren Teilen. Das da kann man nichts sagen. Echt nice. Uff. Ja, genau. Ach, nö.
Der hilft alles nichts. Darf ich mir dazu wohl mal eine FAQ einziehen? Möchte gerne noch ein bisschen was abbeugen. Hier noch mal bei dem Feuerchen hier. Machen wir hier erstmal Schluss.